Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 30. Juli 2012. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, Montagmorgen, eine neue Woche beginnt, wobei man sich ja darüber streiten kann, ob die Woche am Montag beginnt oder ob die Woche am Sonntag beginnt. Sei es drum, die Arbeitswoche beginnt ja für uns alle am Montag. Und die Woche beginnt heute mit dem Wechsel des Mondes vom Schützen in den Steinbock. Der Mond steht, wie man hier schön sehen kann, jetzt direkt in den ersten Bogenminuten des Steinbocks. Dort wird er dann bis Mittwochmittag verbleiben. Das bedeutet zweierlei. Zum einen kommt zu der Kraft des Löwen, Sonne inzwischen auf 7,5 Grad im Löwen, die eher für ein Leben nach außen gerichtet steht, für Vergnügen, Spaß, Kreativität, kommt jetzt in den nächsten 2,5 Tagen die Ernsthaftigkeit des Steinbocks, die Arbeit, die Pflicht steht im Vordergrund. Hier können wir wunderbar dann das erkennen, dass es für uns darum geht, das Gleichgewicht zwischen den Gegensätzen zu behalten, so wie es der Buddha auch immer gesagt hat. Also sozusagen zwischen Freude am Außen und an der Natur durch den Löwen und Pflicht und Arbeit im Steinbock. Sollte eine dieser beiden Seiten in unserem Leben Übergewicht bekommen, ist es schön, wenn wir das merken und hier Veränderungen vornehmen. Mit Mars in der Waage, mit Venus im Zwilling, mit Saturn in der Waage und Jupiter im Zwilling sind die Luftzeichen stark besetzt. Diese stehen immer dafür, dass es einen Ausgleich der Gegensätze geben soll, was hier schön angezeigt ist. In seinem Weg durch den Steinbock wird der Mond in den nächsten 2,5 Tagen die Aspekte in den kardinalen Zeichen, die für die gesellschaftlichen Umschwünge stehen, unserer Zeit aktivieren. Das beginnt heute schon. Heute Abend um 22 Uhr steht der Mond in Konjunktion mit Pluto. Hier kann es zu tiefgreifenden Erfahrungen kommen. In diesen 2 Stunden, in denen dieser Aspekt wirksam ist, achtet mal darauf, was heute Abend so los ist, auch vor allem in eurem Inneren. Und dann um 11:30 macht dann der Mond das Quadrat zum Uranus. Das heißt, am Abend wird das Uranus-Pluto-Quadrat vom Mond aktiviert. Schauen wir mal, was in der Welt in diesen Tagen dann so passiert. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche allen einen guten Wochenbeginn heute am Montag und nutzt die Kraft des Steinbocks, um vielleicht auch Dinge zu erledigen, die ihr lange aufgeschoben habt. Bis dann und tschüss.